Die Aufbauarbeiten hier auf dem Albrecht-Thaer-Gelände sind so gut wie abgeschlossen. Und damit begrüße ich Sie zur letzten Ausgabe vom Open-Air-Countdown. In den letzten Tagen hat es hier in Uelzen gekübelt wie aus Eimern. Ob die Regenfälle Auswirkungen hier auf die Aufbauarbeiten hatten, das schauen wir uns jetzt an. Das Open-Air als Schlammschlacht. Um das zu verhindern, liefern mehrere LKW jede Menge Sand an. Durch die starken Regenfälle ist der Boden vor der Bühne so aufgeweicht durch den Staplerverkehr, dass wir jetzt Füllsand auffüllen und aus Hannover Stadionplatten kommen lassen und die ganze Fläche ca. 2000 Quadratmeter abdecken. Für die Steuerung der Licht-, Video- und Tontechnik wird 45 Meter vor der Bühne ein Turm aufgebaut. Eine ungünstige Platzierung, aber hier haben die Techniker den besten Empfang der Frequenzen. Unterdessen packt Gustevels Familie mit an. Tochter Marilena betreut am Wochenende die Stars. Ich nehme sie in Empfang, wenn sie ankommen, und führe sie einmal rum, zeige ihnen alles und bringe sie dann ins Produktionsbüro, damit sie ihre Pässe bekommen, damit sie auch überall Zutritt haben. Und dann begleite ich sie in ihre Garderobe. Und später dann hole ich sie ab zum Auftritt, sage ihnen vorher mal, wie der Zeitplan ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch einige, die dann noch Interviews führen. Da sage ich denen vorher dann, welche Zeiten da angesetzt wurden, und bringe dann eben die Leute von der Presse dorthin. Bis alles für die Stars bereit ist, heißt es noch schuften, aber Gemach. Eine Auszeit ist im Eingangsbereich der Jabelmannhalle drin. Hier gibt es Verpflegung. Dafür ist genug Zeit da. Im Moment läuft alles nach Plan. Wir sind ganz zufrieden. Wir haben es ja auch exakt vorbereitet. Also im Moment greift wirklich ein Zahnrad in das andere. Das Einzige, was wirklich uns im Moment einen Strich durch die Rechnung macht, ist Petrus. Auch die Bühnentechnik kommt pünktlich. Bis alle Strahler hängen, wird es noch etwas dauern. So, das war's dann hier vom Albrecht-Thaer-Gelände. Vielen Dank, dass Sie beim Open-Air-Countdown mit dabei waren. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall ein wunderschönes Uelzen Open Air.